Wir leiten die Meditation ein mit dreimal Om und rezitieren dann gemeinsam die Dhyana-Shlokas. Das sind ausgewählte Mantras, die Swami Vishnu Devananda so zusammengestellt hat, die besonders geeignet sind für die Vorbereitung auf die Meditation. Im Kirtan-Heft die Nummer 603. Setze dich ganz aufrecht hin und wir atmen gemeinsam ein für Om. Richte deinen Körper ein für die Meditation. Der Rücken möglichst gerade aufgerichtet, die Schultern locker, die Gesichtszüge entspannt. Sitze so, dass du während der nächsten etwa 20-25 Minuten dich nicht mehr bewegen brauchst. Und wenn du deine Position eingerichtet hast, richte deine Aufmerksamkeit zum natürlichen Fließen des Atems. Ziehe dich innerlich zurück zur Instanz des unbeteiligten Beobachters. Und mit etwas Abstand nimm wahr, wie der Atem ganz von alleine ein- und ausströmt. Spüre, wie mit jedem Atemzug sich dein Körper etwas ausdehnt. Und er wieder etwas einsinkt. Ohne dein Zutun fließt der Atem
ganz von alleine. Und wenn du ganz passiv wirst, ganz neutral, einfach nur beobachtest, wird der Atem dich in die Entspannung führen. Mit jedem Einatmen kommst du immer mehr bei dir an. Mit jedem Ausatmen lässt du immer mehr los. Und so schaltet der ganze Organismus um auf Ruhe und Entspannung. Und stelle dir vor, du sitzt an einem schönen Ort in der Natur, über dir der sternenklare Himmel. Unter dir die Erde. Und stelle dir vor, dass genau über dir ein wunderbar leuchtender Stern sich befindet. Verbinde dich innerlich mit diesem Stern, der genau über dir ist. Und stelle dir vor, das Licht dieses Sterns strahlt besonders auf dich herab. Spüre in dein Herz und nimm wahr, wie das Licht, die Energie, der Segen dieses Sterns von oben in dein Herz hineinströmt und strahlt. Du kannst mit jedem Einatmen dich darauf ausrichten, die Energie von oben aufzunehmen in dein Herz. Mit jedem Ausatmen die Energie vom Herzen her weit ausstrahlen zu lassen. Einatmend nimmst du von oben die Energie auf in dein Herz und ausatmend lässt du sie weit nach vorne in alle Richtungen ausstrahlen. Du kannst das entweder visualisieren, indem du dir konkretes Licht vorstellst. Du kannst es auch spüren, indem du wahrnimmst, wie von oben Energie in dich einströmt. Und du kannst es auch verbinden mit dem Gefühl der bedingungslosen Liebe. Mit jedem Einatmen nimmst du diese bedingungslose Liebe von oben auf. Mit jedem Ausatmen strahlt diese Liebe aus deinem Herzen in alle Richtungen. Einatmend strömt von oben das Licht, die Liebe, Energie in dein Herz. Nach dem Einatmen einen kurzen Moment Atempause spüren, wie diese Energie im Herzen wächst und ausatmend aus dem Herzen die Energie in alle Richtungen ausstrahlen lassen.
kannst dir vorstellen, wie diese Energie, dieses Licht, diese Liebe zu allen anderen Menschen, zur Erde, zu den Menschen, die dir nahe sind und zu den Menschen, die dir fern sind, strömt. Und du kannst diese Methode auch mit einem Mantra verbinden. Einatmend von oben strömt Energie ein. Du wiederholst dein Mantra, wie zum Beispiel Om. Und ausatmend strahlt die Energie aus deinem Herzen in alle Richtungen mit Om. Und versuche so, ganz ohne Anstrengung und ohne Erwartungen zu üben. Ganz gleichmütig gegenüber all den Erfahrungen, die du machst. Möglichst entspannt und passiv, aber voller Konzentration und Achtsamkeit, mit ganzer Hingabe und all deiner Liebe. In der Stille.
Wir singen das Jaya Ganesha. Das Jaya Ganesha ist eine Anrufung an verschiedene Aspekte des Göttlichen. Also verschiedene Namen von Gott werden hier angerufen. Und obwohl wir so viele verschiedene Formen oder Aspekte des Göttlichen anrufen, wissen wir dabei genau, es gibt nur einen Gott. Ja, nur diese verschiedenen Aspekte, diese verschiedenen Formen sind verschiedene Wege oder verschiedene Richtungen, in die wir gehen können, um zum selben Göttlichen zu kommen. Im Kirtan-Heft auf der Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Saravanapava, Saravanapava, Saravanapava Pahimam Supramanya, Supramanya, Supramanya Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati Pahimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati Rakshamam. Jaya Guru, Shiva Guru, Hare Guru Ram, Jagat Guru, Param Guru, Sat Guru Shyam. Om Hari Guru Advaita Guru Ananda Guru Ram. Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Om Hari Guru Advaita Guru Ananda Guru Chit Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satguru Nataya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satguru Nataya. Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya. Om Namo Bhagavate Sri Guru Nataya. Ram Deya Ram Deya Deya Ram Shri 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 Ram Deya Ram Deya Deya Ram Om Shri Ram Deya Ram Deya Deya Ram Krishnam Vande Jagat Guru Shri Krishnam Vande Jagat Guru Anandoham, Anandoham, Anandam Brahmanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Brahmanahandam. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
möchte gerne noch mit euch die Nummer 315 singen. Jaya Ambe. Das ist eine Anrufung an die göttliche Mutter. Bhavani Jayambe Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Nashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Durge Nashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Brahma Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Brahma Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Omarama Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kalavinashini Kali Jaya Jaya Brahma Brahmani Jaya Jaya Rara Rukmini Sita Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe
Durgeti Nashini Durge Jaya Jaya Kalavi Nashini Kali Jaya Jaya Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe. Durgati Nashini Durge Jaya Jaya Kalavi Nashini Kali Jaya Jaya. Umarama Brahmani Jaya Jaya Radha Rukmini Sita Jaya Jaya. Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe. Jayambe Jagadambe Mata Bhavani Jayambe. Dann wollte die Vani Devi was singen. Die Nummer 268 singt Kailash Kishakti Shiva. Thank you.
Dank, Vani Devi. Dann ist die Satya Devi dran, die wollte das Narasimha Mahamantra für uns singen. Welche Nummer ist das? 108. Nummer 108 im Kirtanheft. Ja, Om Namah Shivaya. Wir können auch gemeinsam beginnen. Ich glaube, bei einigen ist es, könnte auch die 107 sein. Shakti was singen? Zusammen mit Arjuna.
Nummer 202. Sri Ram Jayaram. Jaya Jaya Ramo
Dank, Shakti und Arjuna. Und dann wird die Durga Devi uns was singen. Mit der Gitarre. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Shambho.
Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Schönen Dank, Durga Devi. Und dann wollte noch der Vishwanath was singen, er hat auch seine Gitarre mitgebracht. Mit Ameya zusammen.
wie das geht. Ich würde dann gern das Om Namah Shivaya singen. Shanti, Shanti, Shanti. Dann möchte ich gerne den Bhajan auf die Bühne bitten. Bhajan kommt seit vielen, vielen Jahren zu uns ins Haus, gibt Seminare und Ausbildungen, ist Buchautor und wird uns jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Das kommt noch ein bisschen heller hier. Klein bisschen zu dunkel.
Nachtbrille nicht dabei. So, bei manchem, was ich so von mir geben muss, oben drüber stehen, Vorsicht, es könnte eventuell Satire sein, aber man weiß nicht so genau. Ist hörbar? Gut. Wie gesagt, es könnte sein. Es gibt eine große Religionsgemeinschaft, die, obwohl sie gar nicht bekannt ist, weltweit die meisten Anhänger hat. Es ist der Venismus. Habt ihr bestimmt noch nie von gehört. Aber ihr alle seid Mitglied. Da sorgten schon eure Eltern und sonstigen Mitbewohner dieses Planeten rechtzeitig dafür. Es gibt nun gemäßigte Mitglieder dieser Religion, das sind die Venianer. Die Venianer, obwohl natürlich auch durch ihr strenggläubiges Umfeld auf Glauben und Hoffnung geprägt, können doch gelegentlich die Ereignisse so geschehen lassen, wie sie halt nun mal geschehen. Sie haben zwar keine Ahnung, warum Wasser kocht, wenn man es in einen Topf auf eine heiße Herdplatte stellt, aber sie sind immerhin auch nicht restlos verzweifelt, sondern nehmen es halt als die schädlichen Auswirkungen einer ominösen Realität, an die sie zwar nicht glauben, die aber dennoch irgendwie zu existieren scheint, hin. Ganz anders die Venisten. Die Venisten würden niemals und unter keinen Umständen eine wie auch immer geartete Realität hinnehmen. Besser gesagt, für sie existiert so etwas überhaupt nicht. Und es ist für sie unter Todesstrafe verboten, dieses Wort nur in den Mund zu nehmen. Die Venisten liefern sich auch ständig mörderische Kriege mit den von ihnen sogenannten Realitätern. Nun, zum Glück sind die Venisten nicht in der Überzahl. Es reicht ja auch schon vollkommen aus, was die Venianer so alles anrichten. Nehmen wir nur mal als Beispiel die häufig auftretenden Flutkatastrophen, ausgelöst durch deren in unregelmäßigen Abständen völlig unkontrolliert auftretenden Weinattacken. Weniger bedrohlich, doch auch keineswegs erfreulich, ist der ständig mit grauen Wolken und Nebeln verhangene Himmel, der natürlich eine Folge der aufsteigenden, verdunstenden, riesigen Mengen von Tränenflüssigkeit ist. Was jeder Realitäter schon im Kindergartenalter weiß, wird in den Familien der Venianer niemals auszusprechen gewagt, dass nämlich viel häufiger die Sonne scheinen würde, wenn nicht diese Ultrareligiösen ständig Verzweiflungstränen vergössen, sondern sich mit den Realitätern mal an einen gemeinsamen Kaffeetisch setzen würden und über das eine oder andere plauschten. Die Venianer, denen durchaus bewusst ist, dass sie ja schon gemäßigter und etwas aufgeklärter sind als die Venisten, fürchten aber gerade deshalb so sehr eine Infiltration durch die Realisten und damit den gänzlichen Verlust ihrer ohnehin schon reduzierten und kaum noch haltbaren Glaubenssätze. Ja, was soll man da tun? Ich entschuldige mich bei allen, die es nicht verstehen. Okay, noch eine schöne Geschichte. Aus dem Internet geklaut, da stehen immer ganz schöne Geschichten. Das ist eine wahre Geschichte übrigens, und das hat mich zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Vielleicht rührt es auch euch zu Tränen. An einem nasskalten Januarmorgen stellte sich ein Straßenmusiker in eine U-Bahn-Station in Washington, D.C. Er spielte innerhalb von ca. 45 Minuten 6 Stücke von Bach. Während dieser Zeit herrschte starker morgendlicher Berufsverkehr in der U-Bahn-Station. Errechnet wurde, dass mindestens 1.100 Menschen in dieser Zeit am Musiker vorbeigingen, die meisten von ihnen auf dem Weg zur Arbeit. Nach 3 Minuten realisierte der erste Passant, ein Mann mittleren Alters, den Musiker. Er verlangsamte seinen Schritt und blieb sogar kurz stehen, eilte jedoch sofort hektisch weiter, um augenscheinlich seine Termine einzuhalten. Eine Minute später erhielt der Musiker den ersten Dollar. Eine Frau warf das Geld im Vorbeigehen scheinbar beiläufig in die Sammelmütze vor ihm. Sie hielt jedoch nicht an. Erneut vergingen ein paar Minuten. Ein Mann lehnte sich nun an die Wand, um ihm zuzulauschen, und er brach dieses aber abrupt, als er auf die Uhr blickte. Er lief los, offensichtlich war er auf dem Weg zur Arbeit und zu spät dran. Die größte Aufmerksamkeit schenkte ihm ein 3-jähriger Junge. Die Mutter des Jungen hielt ihn an der Hand. Sie hastete förmlich. Als der Junge vor dem Musiker stehen blieb, um den Klängen zu lauschen, zerrte sie ihn mit etwas mehr Kraft weiter. Komm, wir haben für so einen Quatsch jetzt mal keine Zeit. Der Junge schaute ihm nach, noch lange. Ähnliche Szenen mit Kindern wiederholten sich noch, doch jedes Mal zwangen die Eltern, ihre Kinder weiterzugehen. In den 45 Minuten, die der Musiker spielte, hielten nur 6 Leute und blieben für eine Weile stehen. Etwa 20 gaben ihm Geld, gingen aber im normalen Tempo weiter an ihm. Er sammelte 32 Dollar. Als er mit dem Spielen fertig war und stille wieder in der Metro einkehrte, bemerkte dies niemand. Niemand applaudierte ihm. Niemand gab ihm auch nur einen Hauch von Anerkennung. Niemand wusste allerdings, dass es sich bei dem Musiker um den Star
Schlagwerker Joshua Bell gehandelt hatte. Joshua Bell ist einer der talentiertesten Musiker der Welt. Gerade hat er in der U-Bahn-Station mit Bachs Komposition eines der schwierigsten Stücke, das je geschrieben wurde, gespielt. Das alles auf einer Geige im Wert von 3,5 Millionen Dollar. Die Ironie: noch zwei Tage zuvor hatte Joshua Bell ein Konzert in Boston gegeben, Eintrittspreis durchschnittlich 100 Dollar. Diese Geschichte ist wahr. Joshua Bell spielte tatsächlich inkognito in der U-Bahn-Station. Geplant wurde diese Aktion von der Washington Post und war Teil eines sozialen Experiments über Wahrnehmung, Empfindung, Geschmack. Maßgeblich ging es um das soziale Einordnen der Prioritäten. Wie nehmen Menschen Dinge wahr, für die sie jetzt erstmal keine Zeit haben? Bedingungen für das Experiment waren unter anderem ein öffentlich stark frequentierter Ort zu einer hektischen Zeit, Rush-Hour. Können Menschen Schönheit wahrnehmen? Hören sie die hohe Qualität raus? Erkennen sie das Talent in diesem unerwarteten Zusammenhang? Einer der möglichen Rückschlüsse könnte sein, wenn wir nicht einmal einen Moment, einen Augenblick innehalten können, um einem der besten Musiker der Welt zuzuhören und nicht einen Augenblick Zeit nehmen können, diese wundervolle Musik zu lauschen, welche Schönheit und wundervollen Dinge in unserem Leben übersehen wir noch? Schönen Dank, Bajan. Ich möchte gern zunächst noch mit euch einen Klangteppich machen aus dem Om, in dem wir uns gemeinsam aufrecht hinsetzen und jeder für sich in seiner eigenen Lautstärke, in seiner eigenen Tonlage, in seinem eigenen Tempo das Om tönt, werden wir gemeinsam eben einen Klangteppich aufbauen, der uns dann trägt innerlich. Und man kann dabei nochmal besonders mit geschlossenen Augen nach innen gehen und so, wie wir am Anfang in der Meditation das geübt haben, uns nach oben hin öffnen und Licht, Liebe, Energie, Segen durch uns hindurch strömen lassen und über das Om nach außen geben und so ein starkes Energiefeld generieren. Schließen die Augen und beginnen. Nada Brahma heißt es in der indischen Philosophie. Die Welt ist Klang. Und so ist der Klang ein Bindeglied zwischen dem Individuum und dem Göttlichen. Wir können uns über den Klang, wenn wir uns über den Klang nach innen wenden, an das Höchste ausrichten. In der indischen Schöpfungsgeschichte heißt es: Am Anfang
war Brahman, also einfach nur das unmanifeste, alldurchdringende kosmische Bewusstsein, jenseits von allen Formen und Eigenschaften, jenseits aller Manifestierung. Und aus diesem alldurchdringenden Bewusstsein hat sich als erstes die Klangschwingung des Om manifestiert. Und aus dem Om heraus hat sich nach und nach das Universum verdichtet und ist zu diesem manifesten Universum geworden, wie wir es kennen und lieben. Und so können wir jetzt, wo wir in diesem manifesten Universum mit einem physischen Körper ausgestattet sind, uns über den Klang wieder zurückwenden an das Höchste. Das Höchste, dieses Brahman in der indischen Philosophie oder Gott, hat sich über den Klang verdichtet und manifestiert, und jetzt können wir uns aus der Materie heraus über den Klang wieder an das Höchste wenden. So wie es auch in der Bibel heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, so ist aus Gott das Wort entstanden, die Klangschwingung und dann das Universum. Und so ist der Klang eine Methode, um zu Gott zu kommen. Eine von vielen, vielen Methoden. Und so gibt es im Yoga sehr viele Methoden, um sich wieder mit dem Göttlichen zu verbinden oder sich dieser Verbindung, die wir haben zum Göttlichen, wieder bewusst zu werden. Yoga ist ja ein uraltes, ganzheitliches Übungssystem zur Entwicklung von Körper, Geist und Seele und beinhaltet sehr viele verschiedene Ansätze und Methoden, um es dem Individuum oder dem Menschen zu ermöglichen, über diese Techniken sich wieder zu verbinden mit Gott oder mit dem wahren Selbst im Inneren. Und so beinhaltet das Yoga ein sehr, sehr vielfältiges System, wo wir über verschiedene Wege, über verschiedene Disziplinen oder über verschiedene Zugänge uns zu dem Höchsten wieder hin entwickeln können. Und das Schöne daran ist, es ist eine universelle Methode. Man muss keinen neuen Glauben annehmen, man muss nicht, man muss überhaupt nichts, sondern man bekommt einfach Vorschläge, bestimmte Übungen zu machen. Wenn man möchte, kann man das tun oder auch nicht. Ziel des Yoga ist es letztlich, den Zustand von Yoga zu erreichen. Der Zustand von Yoga ist das Verschmelzen des Individuums mit dem Göttlichen oder das Erreichen von einem Zustand der Harmonie von Individuum und Universum. Und so vielfältig die Techniken auch sind und so komplex das ganze philosophische System hinter dem Yoga auch ist, ist es dennoch eigentlich sehr einfach. Denn eigentlich sind wir schon das göttliche Bewusstsein oder eigentlich haben wir diese, ist die Natur eines jeden Menschen bereits dieses göttliche Bewusstsein. Wir leben nur getrennt davon. Wir erinnern uns nicht daran, wer wir in Wirklichkeit sind und erfahren uns als getrenntes Wesen, als getrennt von dem großen Ganzen. Und so sind die Techniken vielfältig und zunächst mal verwirrend, wenn man beginnt, sich mit Spiritualität im Allgemeinen oder mit Yoga im Besonderen zu beschäftigen, dann ist das ein riesen Dschungel an Informationen. Man geht in den Esoterikladen und da gibt es so viele verschiedene Richtungen und Empfehlungen und Bücher, die sich zum Teil sehr stark widersprechen und man verliert den Überblick. Aber mit der Zeit, je mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird es, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, sich irgendwo hin zu entwickeln, irgendjemand zu werden, irgendeinem Ideal zu entsprechen, sondern es geht im Gegenteil darum, sich von allem zu lösen, was uns
von der direkten Erfahrung unserer göttlichen Natur trennt. Das heißt, der spirituelle Weg ist mehr ein Leerwerden von falschen Vorstellungen, von Konditionierungen, von Programmierungen, die wir in unserem Geist haben, die uns davon abhalten, die unmittelbare Wirklichkeit zu erkennen. Und so braucht es eben auf dem Weg, um sich wieder zu erinnern oder zu besinnen, braucht es verschiedene Landkarten oder verschiedene Wegweiser, um sich klarzumachen, wo man steht, wo es lang geht und wo das Ziel ist. Und ein Modell, was ich sehr gerne mag, möchte ich euch gerne heute Abend vorstellen, was vielleicht ein bisschen Orientierung gibt für die spirituelle Praxis, ist ein Modell, was gleichermaßen in der Bhagavad Gita, Bhagavad Gita ist ja einer der wichtigsten Texte des alten Indiens und eben genauso auch in den Raja Yoga Sutras steht. Die Raja Yoga Sutras sind das Grundlagenwerk der Geisteskontrolle im Yoga. Und in der Bhagavad Gita, die Bhagavad Gita ist ja ein Dialog zwischen dem Lehrer und dem Schüler oder zwischen Gott und Mensch, und dort geht es im Grunde den ganzen Text über 700 Verse lang darum, dass Krishna versucht, seinem Schüler Arjuna zu erklären, wie er mit seinem Geist umgehen kann und wie er sich mit dem Höchsten verbinden kann. Und an einer Stelle im 6. Kapitel, da ist dann der Arjuna völlig verzweifelt. Er hat inzwischen begriffen, dass es wichtig ist, den Geist eben zu beherrschen und sich mit dem Höchsten zu verbinden. Und dann sagt er voller Verzweiflung zu Krishna: O Krishna, wie soll ich das nur machen? Wie soll ich denn meinen Geist jemals beherrschen können? Das ist ja so, wie als wenn man versuchen würde, den Wind mit den Händen aufzuhalten. Völlig unmöglich. Und Krishna antwortet dann im 35. Vers. Im Grunde genommen sagt er: Ja, du hast recht, der Geist ist wirklich schwierig zu beherrschen, aber durch ein Mittel ist es möglich, Kontrolle über den Geist zu erlangen. Und das ist Abhyasa und Vairagya. Und genauso heißt es im 12. Vers der Raja Yoga Sutras auch, dass der Geist beherrscht werden kann durch Abhyasa und Vairagya. Nun, was heißt Abhyasa und Vairagya? Abhyasa heißt die Anstrengung, die Beharrlichkeit, die Disziplin oder die Übung. Also zielgerichtet uns auf beharrlich daran arbeiten, die Kontrolle zu haben. Und Vairagya auf der anderen Seite heißt so viel wie Losgelöstheit oder Nicht-Identifikation oder auch Leidenschaftslosigkeit. Wobei ich das Wort nicht so gerne mag. Es geht eher darum, sich von den Leidenschaften zu lösen, als keine Leidenschaften mehr zu haben. Also Vairagya, vor allen Dingen Losgelöstheit und Nicht-Identifikation. Und so sind das zwei Pole auf dem spirituellen Weg. Wir brauchen auf der einen Seite Abhyasa, die Anstrengung, die Beharrlichkeit, die Disziplin, die Übung, das Ausrichten und zielstrebige Arbeiten. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Vairagya, die Losgelöstheit, das Lernen, sich zu lösen von all den Objekten der Wahrnehmung oder von all den Programmen, die wir haben, von den falschen Vorstellungen und von den Konzepten, die uns daran hindern, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Und so sind das zwei ganz gegensätzliche Pole, die es gilt zu vereinen. Man könnte die auch umschreiben mit Sein und Werden. Vairagya, das Sein, hier geht es darum, dass wir präsent,
bewusst, passiv, einfach nur im Hier und Jetzt sind und uns lösen von den Gedanken, von den Objekten, von den Leidenschaften, von den Vorstellungen, von den Konzepten. Also sein Vairagya. Auf der anderen Seite Abhyasa, das Werden. Wir arbeiten diszipliniert und zielstrebig daran, ein gestecktes Ziel zu erreichen, unser Bewusstsein zu entwickeln, den Geist zu kontrollieren, indem wir versuchen, ihn in gewisse Bahnen zu lenken. Sein und Werden. Und bei den Yogis kann man sehr schön beobachten, bei den einen steht das eine sehr stark im Vordergrund, bei den anderen das andere. Und Krishna und Patanjali, eben die Autoren der beiden Texte, die ich gerade nannte, sind sich darüber einig, dass es eine Balance braucht zwischen diesen beiden Polen. Es gibt Yogis, die glauben, sie könnten durch pure Anstrengung das höchste Bewusstsein erreichen. Die bewundere ich sehr. Die haben eine sehr große Disziplin, die stehen um 5 Uhr morgens auf, meditieren eine Stunde, machen eine Stunde Asanas, machen eine Stunde Pranayama, dann machen sie die Reinigungstechniken und so weiter und so fort. Es gibt ja Bücher voller Empfehlungen, was wir nicht alles an einem 24-Stunden-Tag alles tun sollten, um das höchste Bewusstsein zu erreichen. Also die einen, die richten sich da sehr stark auf die Disziplin, auf die Beharrlichkeit aus und denken, sie könnten nur durch pure Anstrengung das Ziel erreichen. Und die anderen, die haben vielleicht andere Bücher gelesen, vielleicht auch dieselben Bücher gelesen, nur haben sie es anders interpretiert. Die glauben, sie könnten durch pures Loslassen, durch pures Nicht-Identifizieren, durch das passive, leidenschaftslose Sein im Hier und Jetzt, ohne Anstrengung, einfach das höchste Ziel erreichen. Und ich glaube, dass beides nicht funktioniert. Wir brauchen einerseits brauchen wir eine Disziplin, brauchen wir eine Beharrlichkeit, um uns auszurichten, um uns zu entwickeln. Aber andererseits brauchen wir auch Phasen, wo wir loslassen, wo wir uns zurücklehnen, wo wir uns lösen von all den Objekten der Wahrnehmung oder den Erscheinungen in dieser Welt. Und wenn wir beides in eine gesunde Balance bringen, dann haben wir sowohl eine intensive Praxis, wo wir beharrlich an uns arbeiten, als auch die Losgelöstheit, wo wir üben, einfach nur bewusst, klar, präsent im Hier und Jetzt zu sein und uns lösen von alledem. Analog dazu, um das jetzt mal wissenschaftlich zu sagen, es gibt ja in unserem Nervenkostüm gibt es die beiden wichtigsten Schaltkreise, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist ja eher der unsympathische Funktionsmechanismus, das ist der, der mit Stress zu tun hat. Und der Parasympathikus, das ist der, der mit Entspannung zu tun hat. Wir sind also im Grunde genommen entweder in dem einen oder dem anderen Modus, dem Modus von Stress, von Anspannung, von Ausrichten auf etwas, oder wir sind in dem Entspannungsmodus, wo wir uns zurücklehnen und wo der Atem und das Herz ruhig wird und so weiter. Und diese beiden Funktionen unseres Nervenkostüms können wir auch wiederum auf diese Idee aus der Bhagavad Gita beziehen. Nämlich, wir brauchen ein gesundes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Auch auf dem spirituellen Weg. Wir können nicht nur durch reine Anspannung, durch reine Anstrengung und zielgerichtete, beharrliche Praxis zum Ziel kommen, sondern wir brauchen auch Phasen, wo wir loslassen, die Seele baumeln lassen und mal
5 gerade sein lassen und die Füße hochlegen. Aber beides in einem gesunden Verhältnis. Und so kann man das schön zusammenfassen mit den beiden Worten sein und werden. Und so kann man sich überlegen, vielleicht in der eigenen spirituellen Praxis oder für den eigenen spirituellen Weg, welches dieser beiden Pole man vielleicht zu sehr in den Vordergrund stellt oder welchen man zu sehr vernachlässigt. Bei mir wäre es zum Beispiel Vairagya, was ich zu sehr in den Vordergrund stelle. Ich würde mir wünschen, etwas mehr Disziplin und Beharrlichkeit zu entwickeln. Und so bräuchte ich, um das ausgewogen zu haben, etwas mehr eben von Abhyasa. Und so kann jeder sich überlegen, wie er diese beiden Pole im Leben ausgleichen kann. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, im 6. Kapitel, 35. Vers der Bhagavad Gita und der 12. Vers der Raja Yoga Sutras, Abhyasa und Vairagya. Sein und Werden oder Sympathikus und Parasympathikus. Und man kann das auch wiederum beziehen auf Chandra und Surya, die Sonnen- und die Mondenergie. Im Hatha-Yoga üben wir die Wechselatmung, um die beiden wichtigsten Energiebahnen, die Sonnen- und die Mondkraft, zum Ausgleich zu bringen, männlich, weiblich, aktiv, passiv, Yin und Yang wollen wir zum Ausgleich bringen. Und dafür machen wir die Wechselatmung. Und das sind im Grunde genau diese beiden Energien, die hinter Abhyasa und Vairagya, hinter Sein und Werden stehen, die wir zum Ausgleich bringen wollen. Und wenn diese zur Harmonie gekommen sind, wenn wir auf unserem spirituellen Weg diese beiden Ansätze ausgleichen, dann können wir mit unserem Bewusstsein in tiefere Schichten vordringen. Wir können nach und nach lernen, den Geist zu beherrschen. Wir fahren dann fort mit den Heil- und Segensmantras und wollen heute das Om Triambakam für 3 Personen singen. Zum einen für Richard. Richard ist vor einiger Zeit gestorben und so wollen wir das Om Triambakam für ihn singen, dass er die Energie, die in diesem Mantra steckt, nochmal bekommt, um so in höhere Ebenen eingehen zu können. Des Weiteren wurde gebeten, dass wir die Heilenergie dieses Mantras für Hermann, dem Hermann zukommen lassen. Er liegt mit schwachem Herzen im Krankenhaus und auch für Karinas Schwiegermutter, die gerade in einer Chemotherapie ist. Und so singen wir für Richard, für Hermann und für Karinas Schwiegermutter, um ja. Und für den kleinen Emilio, der ein Säugling ist und eine Chemotherapie jetzt bereits macht. Und so wollen wir die Augen schließen, ganz nach innen gehen, uns mit dem Herzen verbinden und so diesen 4 Personen Heil- und Segensenergie zukommen lassen. Beginnen mit 3-mal Om. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan mritya mukshiyamam ritat Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan mritya mukshiyamam ritat Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan mritya
Kshiyamamritat Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Madhvani Pashyantu Makashitu Kavakpave Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormaham Vitam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamada Purnameva Vashishate Om Shanti 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 in der Nummer 802 im Kirtanheft findet ihr das allumfassende Gebet, welches sich an das Göttliche in allen Formen und jenseits aller Formen richtet. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deiner Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki. Om Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki. Om Sarva Santana Ki. Und wir stehen dann auf zum Arati, zur Lichterzeremonie. Shri Ganesha.
So, haben wir doch noch einen kleinen erleuchtenden Moment. Dann danke ich euch für euer Hiersein, für euer Sein und wünsche euch noch einen schönen Abend. Besonderen Dank auch nochmal an Satya Devi, die den Satsang organisiert hat, und an den David, der die Soundanlage bedient hat, den Falco, der die Kamera bedient hat, und Shakti Priya, die sich um die Mikrofone gekümmert hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.